Dennis ist ein talentierter Architekt. Er hat einen einzigartigen Wolkenkratzer entworfen und gerade jetzt beginnen die Bauarbeiten. Dennis' Chef hat ihn gebeten, eine Gruppe von Spezialisten eines Wettbewerbs herumzuführen. Die einzige Bedingung war, dass sie keine Fotos machen dürfen. Dennis tat, was ihm gesagt wurde. Aber als die Gruppe gehen wollte, bat er den Sicherheitsdienst, einen Mann festzuhalten. Der Architekt behauptete, er hätte während der Führung über das Gelände Fotos gemacht. Wie konnte er das wissen? Der Mann trug einen Regenschirm. Er richtete ihn immer wieder auf verschiedene Objekte und stellte viele Fragen. Aber der Himmel ist wolkenlos. Wozu braucht er den Schirm? Es muss eine Kamera versteckt sein. Nico kam zu seinem Freund Timo, der in einem Museum arbeitete. Sieh mal, was ich hier hab. Ein unbezahlbares Manuskript, das vor mehr als 1000 Jahren geschrieben wurde. Timo sah das Manuskript durch und erkannte sofort, dass sein Freund reingelegt wurde. Kommt hier irgendetwas in diesem Text seltsam vor? Wenn wir über Daten vor unserer Zeitrechnung sprechen, sollten sie in umgekehrter Reihenfolge sein. Der Originaltext würde lauten, König Alfred V. regierte das Land von 1320 bis 1290 vor Christus. Kommissar Aaron Jones erhielt spät in der Nacht einen Anruf. Es war sein Nachbar. Ich habe aus dem Haus nebenan ein sehr lautes Geräusch gehört. Ich habe Angst, alleine hinzugehen und nachzusehen. Aber was ist, wenn etwas passiert ist? Als Aaron und sein Nachbar bei dem Haus ankamen, sahen sie, dass die Eingangstür offen stand. Sie rannten hinein und fanden den Hausbesitzer, Herr Tabbes, auf dem Boden seines Schlafzimmers gefesselt und vor Schmerzen stöhnt. Er sagte, er sei im Bett gewesen und habe ein Buch gelesen. Und dann brach ein Mann mit einer schwarzen Maske in sein Zimmer ein und schlug ihm auf den Kopf. Dann fesselte er Herrn Tabbes, nahm sein ganzes Geld und andere Wertgegenstände und verschwand. Kommissar Jones hat dem Mann nicht geglaubt. Aber warum? Schau dir sein Bett an. Da ist nicht einmal eine Falte auf dem Bezug. Es ist unwahrscheinlich, dass der Dieb das Bett gemacht hat, nachdem er Herrn Tabbes gefesselt hat. Was bedeutet, dass der Mann lügt. Schau dir diese Gruppe von Menschen an und versuche herauszufinden, wer die Ehefrau des Mannes ist. Es ist die Frau in Lila. Sowohl sie als auch der Biker tragen passende Eheringe. Jana muss alle blauen Punkte auf dem Bildschirm verbinden. Aber sie darf nur 3 Linien benutzen. Wie kann sie das schaffen? Sie hat ein Dreieck gezeichnet. Seine 3 Seiten schließen alle Punkte ein. Das nächste Level ist ziemlich gruselig. Jana ist in dem Raum eingesperrt, der sich langsam mit Wasser füllt. Das Wasser wird erst stoppen, wenn das Mädchen herausfindet, wie diese Gleichung wahr sein kann. 29 minus 1 gleich 30. Selbst unter diesen stressigen Bedingungen hat es Jana geschafft, das Rätsel zu knacken. Sie ersetzte die Zahlen durch die römischen Ziffern. XXIX minus I ist gleich XXX. Dann entfernte sie eine 1, I, von 29, XXIX und erhielt 30, XX. Wow, was für ein Rätsel! Und schließlich bekommt Jana den letzten Test. Sie muss bestimmen, welches Objekt hier nicht dazu passt und nicht zu der Gruppe gehört. Kannst du das auch? Es ist das erste Objekt. Es ist das einzige, das keine individuellen Eigenschaften hat. Das zweite Objekt ist einmalig rund. Das dritte hat keine rote Linie herum. Die vierte Form hat eine andere Farbe. Und die fünfte ist kleiner als der Rest. 2 Autos fahren durch die Stadt. Sie haben beide zur gleichen Zeit ihre Fahrt begonnen. Das grüne Auto fährt mit einer Geschwindigkeit von 50 km pro Stunde. Das gelbe Auto ist schneller. Seine Geschwindigkeit beträgt 80 km pro Stunde. Und trotzdem trifft das grüne Auto an einem Punkt auf das gelbe Auto.
Wie ist das möglich? Die Autos fuhren in entgegengesetzte Richtungen. Schau dir diesen Teenager und die zwei Frauen hinter seinem Rücken an. Wer ist seine wahre Lehrerin? Die Antwort liegt in der Reflexion hinter ihren Rücken. Du kannst sehen, dass beide Frauen Zeigestöcke in der Hand halten. Aber im Spiegel hat ihn nur eine von ihnen. Sie ist die wahre Lehrerin. Zwei Männer füllen ihre Gießkannen mit dem Wasser aus dem Fluss. Wer wird mehr Wasser bringen? Der Ausguss der Gießkanne des älteren Mannes liegt tiefer als der Ausguss der des anderen Mannes. Und der Pegel des Wassers kann nicht höher sein als der Ausguss. Das bedeutet, dass der jüngere Mann mehr Wasser bringen wird. Eine Managerin des luxuriösesten Baderesorts in der Gegend rief die Polizei. Sie sagte, dass jemand ein Set sehr teurer, monogrammierter Bettwäsche gestohlen hatte. Drei Gäste verließen an diesem Morgen das Hotel. Herr Sam Taylor, Frau Amanda Martin und Herr Michael Schmidt. Die Polizei nahm einen der Gäste fest und fand tatsächlich die Bettwäsche in dem Koffer. Wie haben die Detektive herausgefunden, welche Person der Dieb war? Wie du siehst, ist der Name des Hotels Morningstar. Das bedeutet, dass als Monogramm auf der Bettwäsche MS geschrieben war. Die einzige Person mit den gleichen Initialen ist Herr Michael Schmidt. Hannah rief ihre Freundin, Kommissarin Evelyn Marks, an und bat sie, so schnell wie möglich zu kommen. Während die Frau mit ihrem Hund spazieren war, war jemand in ihr Haus eingedrungen und hatte ihren Laptop gestohlen. Hannah war sich sicher, dass es ihr Nachbar war, Jeremy. Evelyn ging los, um den Mann zu befragen, aber er war nicht zu Hause. Sie beschloss, in ihrem Auto auf ihn zu warten. Bald sah sie, wie Jeremy seine Haustür öffnete. Ich bin früh morgens zum Angeln gegangen. Siehst du denn nicht, dass ich gerade erst nach Hause gekommen bin? Aber Hannah glaubte Jeremy nicht und nahm ihn mit zur Polizeiwache. Aber warum? Der Mann trug weiße Turnschuhe. Aber es hat seit dem frühen Morgen geregnet. Wenn er draußen beim Angeln war, wie können seine Schuhe dann so sauber aussehen? Kommissar Jacob Robinson verbrachte seinen Urlaub in den Bergen. Eines Morgens fand er heraus, dass jemand dem Besitzer des Hotels, in dem er wohnte, eine große Summe Geld gestohlen hatte. Jacob bot dem Mann seine Hilfe an und befragte alle Hotelgäste. Emma sagte, ich fühlte mich nicht gut und war den ganzen Abend in meinem Zimmer. Louis erklärte dem Kommissar, dass er erst um 2 Uhr morgens angekommen und direkt ins Bett gegangen sei. Und Simon sagte, ich habe Freunde, die hier im Dorf wohnen. Ich war sie besuchen und kam am Morgen zurück, erst vor einer Stunde. Kommissar Robinson erkannte sofort, wer der Schuldige war. Du auch? Es war Simon. Schau dir den Schnee um das Hotel herum an. Er sieht unberührt aus, ohne jegliche Fußspuren. Wie ist Simon dann aus dem Dorf zurückgekommen? Frau Wilhelm hat ihrer Tochter Maya gesagt, dass sie ihren Freund Lukas nicht sehen darf, bis sie sich auf ihre Prüfung vorbereitet hat. Danach ging die Frau einkaufen. Als sie zurückkam, entdeckte sie Lukas, der die Straße entlang lief. Als Frau Wilhelm nach Hause kam, merkte sie sofort, dass Maya ihren Freund gesehen hatte. Wie hat es die Frau herausgefunden? Als sie ging, waren 5 Rosen in der Vase auf dem Küchentisch. Jetzt sind es nur noch 4. Und als sie Lukas sah, hielt er eine Rose in der Hand. Privatdetektiv Sean wartete auf seinen Klienten in der Lobby eines großen Hotels. Der Klient war sehr spät dran. Deshalb beobachtete Sean zu seiner Unterhaltung die Hotelgäste. Ihm fiel ein Mann an der Rezeption auf. Er hatte 4 Koffer dabei, lehnte aber ab, als ihm der Portier anbot, ihm mit dem Gepäck zu helfen. Der Mann ging auf sein Zimmer, nur um 5 Minuten später mit dem größten seiner Koffer wieder aufzutauchen. Eine halbe Stunde später kehrte er ohne den Koffer zurück und
und ging in sein Zimmer. Kurz darauf eilte er zur Rezeption und schrie, »Meine Koffer, sie sind weg!« Sean stellte sich vor und ging zusammen mit der Hotelleitung zu dem Zimmer des Mannes. Irgendetwas schien mit dem Mann nicht zu stimmen. Und bald erkannte der Detektiv, dass er der Betrüger war. Was hat der Mann getan? Jeder seiner Koffer war kleiner als der vorherige. Der Mann packte alle in den größten Koffer und ging mit ihm weg. Und dann gab er vor, dass jemand seine Sachen gestohlen hat. Kommissar Thomas verfolgte einen gefährlichen Kriminellen. Plötzlich betrat der Mann ein Krankenhaus. Aber dort gibt es hunderte von Zimmern. Zum Glück regnete es und der Verbrecher hinterließ Fußspuren auf dem Boden. Der Kommissar folgte ihnen und gelangte in ein kleines Zimmer. Dort befanden sich drei Personen. Alle waren von Kopf bis Fuß in Verbände gehüllt. Aber einer von ihnen war jedoch ein falscher Patient. Wer? Es ist der Mann in der Mitte. Er hat keine Krankenakte neben seinem Bett.